Na, seid ihr wieder da und wollt die Fortsetzung sehen? Gut, dann bleibt mal dran. So, wir haben jetzt die beiden Hundeköpfe gefunden. Ein dritter fehlt noch. Wir haben das Video von der Mia angesehen. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. So, hier ist immer noch alles ruhig. Ich finde das ja ganz gut, dass es hier im Gebäude erstmal ein bisschen ruhiger zugeht. Die blöde Kuh da hinten ist immer noch da. Dem Raum hatten wir alles. Ich weiß es gar nicht. Da war jetzt nichts weiter drin. Hier waren wir noch nicht. Tür zu, das warnt uns vielleicht ein bisschen, falls mal was kommen sollte. Was haben wir denn noch Schönes hier? Da noch eine Schublade. Pistolenmunition, wunderbar. Kann man immer gebrauchen. Davon kann ich nicht genug bekommen. Oh, ich habe im Klo eine antike Münze gefunden. Na lecker. Oh, hier irgendwelche Fliegen hier rum. Summen hier. Oh, wer badet denn in sowas? Kitty Fui. Da kann ich aber was machen. Blub, 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 blub. Igitt. Eine Holzstatue. Was denn noch? Ach so. Ja, wer weiß, was das ist. Ja, das weiß ich auch nicht, was das ist. Auf jeden Fall sehr, sehr eklig. Okay, hier haben wir dann, glaube ich, auch alles. Oh, was, was? Ah, Scheiße! Oh. Ich dachte, der wäre tot, aber nein. Eine Kleine hat uns eine. Geh weg. Wie du sehen kannst, ist die Familie. Schnell weg. Bloß in Ruhe. Also ist er wieder da. Ich bin begeistert. Ich glaube, ich bin ihm erstmal entkommen. Hoffe ich zumindest. So, dieses Schattenspiel, das wird wahrscheinlich auch hier sein. Gucken wir mal, was wir hier erreichen. Wie muss ich das denn drehen? Oh. Was sind da wohl die Füße? Nein. Ah, jetzt haben wir es. Nur verkehrt herum. So. Passt. Jetzt öffnet sich hier die Wand. Immer diese Geheimgänge hier. Wer baut diesen Mist? Gut. Gehen wir mal hier durch. Oh, ist das hässlich hier. Mal durchgucken hier. Scheint harmlos zu sein. Gut. Ausgestopfte Tiere.
gucken wir uns erstmal um. Oh, hier ist noch Kraut. Ich kann aber gar nicht so vieles mitnehmen. Komischer Kopf. Arznei kann ich mitnehmen. Da habe ich eh schon was von. Oh. Was war das? Von wo kam das? Ach, das waren die Flaschen da unten. Da haben wir noch so einen gefunden. Was haben wir im Kühlschrank? Chemikalie. Habe ich davon was da? Nee. Oh, wo soll ich das denn alles mitnehmen? Irgendwelche Pillen. Noch mehr Kraut. Ich will das eigentlich alles gar nicht mitnehmen. Weil wir ja eh schon so wenig Platz haben. Hier ist mal nichts im Klo. Was ist das hier mit der Krähe? Was ist denn dahinter überhaupt? Hm, ich glaube, da gibt es einiges zum Einsammeln. Was nehmen wir denn mit, damit wir wenigstens etwas hier mitnehmen? Ich glaube, wir nehmen das Kraut mit. Da haben wir zweimal Kraut denn mit. Den Rest müssen wir dann nochmal gucken. Sammeln wir später nochmal ein. Was ist das denn da noch? Ah, Flintenmunition. Okay, Munition ist auch immer gut. Jetzt habe ich nur noch einen Platz. Muss definitiv noch irgendwie zur Truhe wieder was weglegen. Was ist hier? Eine Notiz. Was sind das für komische Geräusche? Ich kann die Notiz jetzt. Achso, mhm. Als gewandelte Person. Tja, wer das gemalt? Auf jeden Fall ist da die Mia. Steht da zumindest. Da haben wir nichts drin. Eine Münze. Da ist noch so eine Box. Okay. Das will ich nichts von haben. Sonst noch irgendwie was? Das ist noch Schießpulver. Ich kann das nicht alles mitnehmen. Das kriege ich auch nicht auf. Hier kann man auch echt so viele Sachen gut verstecken. Da sind halt noch die Tabletten. Hier unterm Kamin irgendwie was? Nee. Irgendwie fehlt dir im Ochsenohr. Da oben haben wir noch ein paar Vögel. Ich glaube, so weit können wir hier erstmal nichts machen. Gehen wir mal noch ein Stückchen weiter. Oh. Das könnten all die Opfer sein. Kann sein. Ich höre noch das Geräusch von den ganzen Maden. Warum sieht das denn hier so eklig aus? Was ist denn hier los? Was ist das?
Geh. Oh, scheiße, ich muss nachladen. Oh. Der ist hinüber. Ich hoffe, da kommt nicht noch einer. In diesem komischen schwarzen Matsch. Es kommen auch noch mal andere Wesen hier zum Vorschein. Hier ist noch mehr schwarzer Matsch. Kann ich die Kissen kaputt machen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich habe eine Waffe. Oh, unheimlich. Ich habe wirklich eine Waffe. Ich kann euch damit verletzen. Oh, noch eine Tür nach unten. Ich bin begeistert. Ah. Sieht nach einem schönen Safe Room aus. Eine Kiste. Irgendwie eine Notiz. Was steht denn da drauf? Ein Kopf ist im Zerlegungsraum. Ja, den brauchen wir ja noch. Die ist zu. Was haben wir hier Schönes drin? Pistolenmunition. Nehmen wir auch mit. Ja, dann gehen wir nochmal an unsere Truhe bei. Wir gucken mal, was wir wieder loswerden können. So, hätten wir das zum Beispiel. Kraut. Blindmunition brauchen wir auch nicht. Und die Kassette von der Mia brauchen wir eigentlich auch nicht. Die haben wir uns ja schon angeguckt. Ja. Ich denke mal, das reicht, was wir jetzt hier haben. Ich könnte höchstens noch den anderen Kram noch rüberholen, den ich da noch gesehen hatte. Das machen wir jetzt noch mal ganz schnell. Ich hoffe nicht, dass da nochmal so ein Viech kommt. Ich habe den ja jetzt eben erledigt. Aber bei dem schwarzen Matsch weiß man ja nie, ey. So, nehmen wir erstmal den ganzen Kram hier mit. Die Flintmunition hatte ich aufgenommen, ja, genau. So, haben wir noch diese Chemikalie. Und dieses pillenartige Zeugs da. Ich glaube, sonst war hier gar nichts mehr. Machen wir alles wieder schön zu. Wir räumen hier auf. Wir sind ja nicht so wie die Bakers. Gut, dann hatten wir hier drüben noch Cheesepulver. Und ja, die Werkzeugkiste konnten wir ja nicht ran. Irgendwas knarrt hier. Da war auch nichts mehr drin. Ne, ich glaube, das waren sogar die Gegenstände, die wir nur holen wollten. Hier hatte ich ja auch nichts gesehen soweit. Da auch nicht. Schwarzer Matsch hier. Bäh. So, dann würde ich sagen, als nächstes geht's hier runter. Aber vorher speichern wir die ganze Geschichte nochmal. Packen wir nochmal den Kram wieder weg. So, zack, zack, zack. Das brauchen wir bestimmt alles später noch. Ja, hier war auch zu. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Bye bye, euer Germany Foxy.